mal, was sagt der Computer? Brennstoffe genug, Holz ist auch noch ein bisschen da. Okay. Muss mal kurz anrufen. Jo. Dann fahre ich gerade mal die Bäume nach hinten rein. Das war doch richtig rumgelenkt. So, jetzt nochmal. Nächster Versuch. Ja, jetzt passt's. Dreh Schengel rückwärts an. Perfekt. So. Passt. Okay, passt. So, gut. Dann wäre ich soweit fertig. Jo, ich denke, jetzt können wir auch nochmal nach Hause fahren. Ja, wie viel Uhr haben wir denn? 20.11 Uhr. Jo, kannst bei mir heute pennen, wenn du willst. Oh ja, das wäre nett. Sonst erstmal auf dem Hof oben. Jo, den Anhänger kannst du stehen lassen. Jo. Stellst ihn halt gerade ein bisschen vor. Jo. Den hier lasse ich, glaube ich, auch mal hier stehen. So? Jo, passt. Ich fahr mal vor. Jo. So, warte mal kurz. Ja. Ich wollte mir gerade noch das Palettenwerk angucken, da war ich nämlich noch nicht. Klein, aber fein, würde ich sagen. Ja. Wie teuer ist denn das hier? Weiß gar nicht. Muss mal gerade ins Grundbuch gucken. Volker Varuna, hallo? Hallo? Jo. Wissen Sie, wo hier bei mir der nächste Wasserturm ist, oder? Wo ich halt Wasser bekomme. Beim Händler in der Stadt. Im Dorf. Wo? Beim Händler im Dorf. Fast im Dorf. Also wenn sie zum Händler fahren, ist linker Seite der Händler und dann noch ein bisschen weiter auf der rechten Seite steht ein Wasserturm. Ah, ja. Also oder neben der Straße. Jo, aber denken Sie dran, wird gleich Nacht. Ja, ich weiß.
hat. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist voll. Warte mal, ich mach dir auf. Ah ja, danke. Ich muss auch vielleicht ausmachen. Nee, hä? War doch aus. Jo. Gut, komm mal Licht, hin. Sind ja, die gehen gerade, glaube ich, irgendwie nicht aus, oder? Ja, so. Ah, Schalter nicht gefunden. So, ich hol mal erst ein Bierchen für uns. Jo. Hier, bitteschön. Danke. Also, kannst du meins auch aufmachen? Ah, ja. Danke. Ja. So, da rechts ist Wohnzimmer. Jo. Ah, schön hier. Ja. Hat ein bisschen gedauert, bis die Einrichtung gestanden hat. Ja. Ja, ich bin heute auch fix und fertig, ey. Ah, ja, ich auch. Mal ordentlich was zu tun. Mir tut der Rücken weh. Ja, wenn man sonst nichts macht, dann tut's natürlich weh im Wald. Ja. Ah, so gut. Ich muss noch mal kurz an den PC. Jo. Ah, noch mal gucken. Also ich checke immer die Börse, was so die Preise geben. Kann mal gucken, was ich für Mohn kriegen würde. 2000. 2000 ist sogar gut. Das sieh einer an. In der Bäckerei Waldmeister in Brand. Was? In Brand? Er stand hier gerade in der WhatsApp-Gruppe. Das ist ja neben mein Hof. Oh oh. Ja, wenn jetzt mein Hof Feuer fängt, dann habe ich gar nichts mehr raus, was er mir hat. Ne, okay. Aber ich sehe gerade. Wir könnten gerade mal über Taxi reden. Ah ja. Oder? Ja. Weil dann kann ich dir den Schein endlich ausstellen. Ja, dann kann ich auch endlich offiziell. Ja. Also, ich habe dir ja gesagt, du musst ein bisschen... Ja. Bisschen gucken wegen Ding. Wegen der... Dass du weißt, wo was ist. Jo. Also, sag mir mal kurz, in welcher Stadt ist eine Tankstelle? Eine Tankstelle ist zum Beispiel Feldkirchen. Jawohl. Wo ist denn Kirchdorf? Da, wo die Schäferei ist. Ja, richtig. Also, wenn du nicht wüsstest, wo dein Dorf ist, das ist ja schlimm. Ja. Okay, wenn ich von hier aus... nach Helmbergen fahr.
Ja. Komme ich da bei irgendjemandem vorbei? Ja, beim Viehhändler halt. Ja, genau. Wie heißt mein Dorf hier? Grünhausen. Ja, das ist auch richtig. Ich sehe schon, du hast gelernt. Ja. Gut. In welcher Stadt ist denn der Aldi? Oder in welchem Dorf? Baumstedt. Okay, passt auch. Hey. Gut, ich würde sagen, die Taxilizenz, die kriegst du. Ah ja, das freut mich. Der Schein kostet halt leider ein bisschen was, gell? Ja. Für die wichtigen Sachen muss man halt. Ja, 1100 macht es. Mit Steuer ist Ja. schon alles drum und dran. Ja. Ups, hab ich An die überhaupt. Stadt, oder? Nee, an mich. Ich Achso. überweise dann die Gebühren weiter. So, 1100. Jo. Und dann überweise ich gleich den Rest auch. Dann habe ich das nämlich los. Gemeinde. Ein Tausender. Die 100 waren für mich, weißt du. Gewinnbeteiligung. Jo. Gut, warte Was, mal. warte, dann mache ich jetzt mal, dann schreibe ich jetzt mal in die WhatsApp-Gruppe ab. Ja, stimmt. Morgen gibt es das aber das Taxi. Das Taxi ist eben. Ich weiß nicht, ist das schon repariert? Weil das hat ja, glaube ich, die Versicherung gezahlt. Glaube ich. Ups. Ob es repariert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es geborgen wurde. Aber das müsste ja die Versicherung zahlen. Ich glaube, das ist schon repariert, wenn ich. Weiß nicht, hast du dem Jürgen den Auftrag schon gegeben? Nein, aber. Also ich weiß, dass es ich weiß, dass das Abschleppunternehmen das Fahrzeug zum Hans-Peter geschleppt hat. Aber ich Ah glaube. ja, da habe ich es schon gesehen. Aber ich rufe mal den Razex an. Jo, mach mal. Das. So, gut, dann haben wir das nämlich auch endlich erledigt. Der wollte schon lange den Taxischein machen, vor 2 Wochen schon. Dann kam ihm ein Unfall dazwischen. Letzte Woche hat das Taxi aus Versehen versenkt. Ah, der hat auch ein Glück. Gespannt, ob das heute funktioniert mit dem Schlafen gehen. Gut, dann gehe ich mal schlafen. Bis morgen. Tschüss.